Schönen guten Morgen, Sally Bonani. Ich weiß nicht, ob ich euch vertrauen kann. Wunder dich jetzt nicht, ne? Wir machen das fürs Foto. Am besten ist, wir kriegen noch ein Kind. Ein Kind wäre richtig das gut. Kann ich. Das schaffe ich. Schaffst du das? Safe. 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 Janis! Janis! Was du? Jungs. Buongiorno. Ich würde sagen, dass die Nacht gar nicht so schlecht war. Ich habe es wirklich schlimmer erwartet. Ich habe ab und zu mal gedacht, okay, was, wenn da jetzt so ein paar Tierchen in meinen Mund kriechen, während ich schlafe? Ganz komisch irgendwie. Aber die Nacht war echt gut, durchgeschlafen, also ich bin zufrieden. Habt ihr gehört, wie die Jungs gestern geschnarcht haben? Boah. Ich habe nichts mitbekommen. Ich echt? Hab geschlafen wie ein Stein. Mir war so ich bin wach geworden. Und ich dachte mir so, wer von euch ist das? Ich bin mindestens 5-mal wach geworden deshalb. Als ob. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Ich bin auf derselben Position aufgewacht, wie ich auch eingeschlafen bin. Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe Hunger. Ich auch. So, lass uns mal was machen, ja? Dieser Grillplatz oder dieser Platz hier ist ja wirklich auch was Besonderes. Es ist wirklich geil. Und jetzt noch ein gemeinsames Frühstück und dann bei Sonne den Tag gut ausklingen lassen. Ah, der hat Eier hingelegt. Brötchen auch. Ich mach Rührei. Oh, geil, ja. Dann lass uns Rührei machen, ja? Cool. Gut. Wie viele Eier brauchen wir denn bei 5, 6 Leute, ne? 2, 4, 5. Ja, ja, Julius, du kannst es. Wie kannst du es denn jetzt schon? Also, das Ei war nicht dicht. Oh, Julius. Ja? Verteil's bitte noch mehr über die anderen. Danke. So ein Depp, ne? Schönen guten Morgen, Sally Bonani. Sally, Sally, Sally Bonani. Meint ihr, die Jungs machen Frühstück? Vielleicht gibt's ja Baked Beans, Eier, Würstchen. Ich weiß nicht, ob ich denen so vertrauen soll. Entweder doch. Die sind jetzt nett und machen wirklich für uns alle Frühstück oder die. Es gibt wieder einen Prank. Denken sich, ja, also wenn die jetzt wirklich Frühstück machen, ich freue mich so sehr wirklich. Ich habe so Bock zu frühstücken und irgendwas Leckeres zu essen. Wenn nicht, dann bin ich, glaube ich, auch hart enttäuscht und ja. Oh, ich habe Angst, ich habe einfach Angst. Hier sind Brennnesseln. Brennnesseln? Ja, jetzt können wir eigentlich auch rein. Das sind keine Brennnesseln. Das sind Brennnesseln. Achso, hier unten. Achso, ja. Warum willst du Brennnesseln jetzt? Wenn man das klein hackt, dann schmeckt das hier nicht schlecht. Und außerdem haben wir die Suppe ja gar nicht gegessen. Ich bin nicht so der Brennnessel-Fan und Julius wollte aber unbedingt Brennnesseln ins Rührei machen. Ich habe ihn einfach mal machen lassen und ja, mal schauen, was bei rumkommt. Super, Janis. Sehr gut. Sieht cool aus, ne? Das sieht ehrlich gut aus. Hat auch wirklich nicht weh beim Schneiden. Meint ihr, die Jungs machen jetzt wirklich Frühstück? Das wäre echt lieb. Findest du das schon romantisch? Oder du? Ich finde es nicht too much. Also jetzt in der Situation finde ich es nicht irgendwie too much oder so. Ich finde es halt einfach lieb. Aber wenn das jetzt mein Partner wäre und er würde zum Beispiel morgens extra früher aufstehen und Frühstück machen, das wäre schon romantisch. Das wäre schon ja. So. Ja, ja. Dann sei extra drauf an, wer das macht, die du gerne magst und so, damit man sich freut. Also ich finde Romantik schon wichtig. Also ich bin jetzt auch kein Typ, dass es so cringe wird. Also so mit roten Rosen und so bin ich auch gar nicht dabei. Das wird mir dann zu viel. Aber so kleine Aufmerksamkeiten, keine Ahnung, kommst du nach Hause, die ist kalt, die macht dir einfach einen Tee, ohne dass er fragt. Das ist schön. So. Ja. Dann merkt man auch erst, was man dem anderen überhaupt bedeutet. Und ich glaube, das stärkt die ganze Beziehung. Ja, guck mal. Geil, ey. Hey, wirf mal hoch. Das ist ein Stück Butter. Ja. Ja. So richtig hoch. So richtig hoch. Ja. Soll ich mal so übel hoch machen? Ja, ja. Ja. Okay, mach aber jetzt richtig. Okay. Boah, am Ende. Boah. Aber gecatcht. Das hat ja nicht voll, ey. Mach es. Sehr geil. Aber sieht doch gut aus. Ja, ehrlich. Das Rührei riecht auch gut. Das riecht richtig gut. Bin voll zufrieden, Mann. Okay. Mädels, Frühstück. Essen. Frühstück. Hallo. Hallo, wir haben gekocht. Für euch. Ja. Und ihr habt euch umgezogen, sehr schick. Dankeschön. Ja, gerne. Setzt euch doch. Ja, setzt euch. Ja. Wieso freut ihr euch, oder? Ja. Ja, ihr seid zu verhalten. Ja, weil ihr so ruhig seid. Ich weiß nicht, ob ich euch vertrauen kann. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, wir haben da was reingemacht. Ja. Echt jetzt? Unfassbar. Wir haben nett Frühstück gemacht, wir haben uns Mühe gegeben. Und das Erste, was die Mädchen denken, oh, wir pranken die. Mach mal nicht so viel. Reicht. Reicht. Sorry, Jungs. Ich hatte ein bisschen Angst. Und deswegen war ich auch so mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. Weil man kennt es ja außer WG auch nicht anders, ganz ehrlich. Wir können auch voressen für euch. Okay, guck's an, ja? Nee, ich frage mich halt nur, weil ihr so lange gebraucht habt. Ah, okay. Was habt ihr eigentlich in der Zeit geleistet?
Wir haben uns umgezogen, ja. Okay. Ja, gut. Das dauert? Das ist schon krass. Ich kann das gar nicht richtig genießen. Ich schwöre, ich habe ein bisschen Angst. Aber es schmeckt eigentlich. Wir wollten einfach ein leckeres Essen machen. Und dann ist es ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber es war ja trotzdem lecker und sie mochten es ja auch. Ach so, Mädels, übrigens, in den Eiern waren Brennnesseln drin. Die haben wir da reingetan. Ja, aber schmeckt echt gut, das muss ich euch schon lassen. Also danke nochmal. Also es schmeckt wirklich gut. Wir haben gerade noch drüber gesprochen, dass es richtig süß ist, wenn Jungs auch einfach mal so Kleinigkeiten machen. Jetzt keine Geschenke, sondern so kleine Aufmerksamkeiten, dass man sich halt freut. Das Schönste ist wahrscheinlich so diese Phase, wo man sich so richtig kennenlernt. Ja, und dann so verliebt ist. Und sich so verliebt und das so, man will sich die ganze Zeit sehen und dann irgendwann nicht mehr. Mit den anderen so über das Thema Liebe zu sprechen, so ist eigentlich ganz cool, weil so kann man sich mal ein bisschen austauschen. Man sieht auch, dass bei anderen eigentlich genauso ist wie bei einem selbst. Also ich muss ehrlich sagen, ich fände es so schön, wenn ich in den nächsten Jahren jemanden kennenlernen würde und die Person dann halt auch wirklich so mein Partner bleibt, weil ich stelle mir das so schön vor, weil man sich einfach so alles zusammen aufbaut, vielleicht sogar auch noch im Studium oder in der Ausbildung ist und man wirklich von nichts zu allem kommt. Und ich glaube, wenn ich dann irgendwann so Ende 20 sein sollte und ich habe dann noch keinen, ich glaube, dann wäre ich ein bisschen echt toll. Traurig, ja. Ja, vielleicht, aber du musst dich nicht unter Druck setzen. Ja, oder klar. Du setzt fühlen. Nein, aber das ist so ein Druck, den ich mir selber mache, nicht andere. Das ist so ein eigener Druck dann. Ich weiß auch nicht, ob man so sich da so ganz feste Pläne. Also es gibt dann ja so Leute, die dann so sagen, ja, also mit 27 möchte ich dann gern meinen festen Freund kennenlernen. Drei Kinder. Mit 30 heiraten wir dann, 31 kommt dann das erste Kind und so. Keine Ahnung, ich finde, man sollte einfach so das machen, was gerade irgendwie richtig ist und das kommt, wie es kommt. Wie es sich richtig anfühlt, ja. Ja, das stimmt. Also ich finde auf jeden Fall, das klingt nach einer echt schönen Vorstellung, aber trotzdem finde ich, dass ich möchte trotzdem Erfahrungen machen mit unterschiedlichen Leuten. Und wenn ich hier jetzt im Urlaub bin, weiß ich nicht, irgendwo auf der Welt, möchte ich auch Leute kennenlernen und coole Sachen erleben. Aber trotzdem möchte ich jemanden langfristig auf jeden Fall finden. Stand jetzt würde ich mir für eine Beziehung wünschen, dass man einfach zusammen glücklich ist, dass man sich innig liebt, dass man den anderen so gerne mag, dass man jede Sekunde mit ihm verbringen möchte und einfach zusammen auf Partys geht, zusammen Spaß hat, zusammen die Jugend genießt. Ich denke, wenn du so die passende Person hast, dann brauchst du wirklich gar nichts mehr. Ich finde, das sieht man mal so Pärchen auch auf Bildern, wenn die Augen schon so strahlen und sowas. Ja. Mhm. Meint ihr, wir würden das auch hinkriegen? Bestimmt. So mäßig so eine Hochzeitseinladung machen. Wäre das schön? Ja, ja. Lass Teams machen, dann machen wir eine Challenge daraus. Ja, genau. Wer das coolste Couple-Bild macht. Okay. Wir sind in einem Team. Okay. Das steht ganz außer Frage. Janis und ich sind so. Ich glaube, das ist, wie gesagt, mein verschollener Bruder oder so. Wir verstehen uns so gut. Und ich glaube, das wird richtig lustig, wenn ich es mit ihm zusammen mache. Ich glaube, dann kommen auch die coolsten Bilder raus. Also, kennengelernt. Ich so, das wird so ein ganz kleines Ding, ne? Plötzlich ist es so viel rausgeschossen, ich konnte nicht mehr, ne? Ja, und dann hat es mich vom Hocker gerissen, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich weiß auch nicht, wie die niest, dass es so einen Rückstoß gibt, dass sie von der Bank fällt. Aber das war wirklich witzig. Okay, ich habe mir das so vorgestellt, wir legen irgendwie einen Timer irgendwo hin, dass man dann überall hören kann. Wie lange? 15 Minuten? Ja, das passt. Okay. Ist alles erlaubt. Wenn es vorbei ist, der Timer, dann auch nicht kein Foto. Ja. Da muss das Foto gemacht werden. Ja. Und das Foto muss halt perfekt für so eine Hochzeitseinladung sein. Einladung, genau. Ja. Also, dass man uns so richtig ansieht. Boah, dass wir sind voll glücklich, es geht so gut. Ja, okay. Ich glaube, wir gewinnen. Ich schwöre, ich glaube, wir gewinnen. Ich glaube, ich werde das Ding mit Feli nach Hause holen. Wir werden gewinnen. Okay. Auf die Plätze. Alexa direkt, ne? Ja. Ey, was wollt ihr hier denn? Und los! Wollen wir Outfits jetzt erst noch? Ja, okay, komm. Okay, Outfits. Mach einfach so, nimm rein, falls. Unser Plan ist, wir möchten sofort zu den Ziegen rennen und dann so eine Ziege schnappen, ein Bild mit der machen. Am besten ist, wir kriegen noch ein Kind. Ein Kind wäre richtig. Das kann ich. Das schaffe ich. Schaffst du das? Safe. Okay, geh schon mal zu den Ziegen und such schon mal einen Spot raus, okay? Such ein Kind! Ja, ich hole eins. Ich bin dann ja einfach auf den Spielplatz gelaufen und habe einfach geschrien, ey, wir brauchen ein Kind für ein Bild. Wo bleibt er denn mit einem Kind? Es klappt. Er hat echt Kinder geklärt. Oh mein Gott, der ist so gut. Er hat einfach Kinder. Wo wollen wir denn hin? Oh, warte. Oh mein Gott. Okay, jetzt die Tür zu, bitte. Ganz so weiter. Okay,
Willst du uns ein bisschen beeilen? Ich hab nichts Schickes. Guck mal, es ist ein bisschen zerknittert, aber scheiß drauf. Okay, und ansonsten, ich hab noch die erste Zuhörung. Weißt du nicht, dass das ein... Naja, ich probier's mal. Schwierigkeiten kennen wir nicht. Nee. Ja. Lief alles glatt. Okay, das Hemd, soll ich das anfassen? Das ist halt ultra klein. Passt vielleicht so. Hochkrempeln. Fun Fact, das ist das Hemd meiner Mom. Echt? Ja. Wenn wir uns da hinten hinlegen, Alexa? Ja. Wir sind da direkt aufs Bett gesprungen, weil wir finden, dass das recht authentisch wirkt. Die machen bestimmt alle so schick, irgendwie im Stehen, sich so, so dramatisch, weißt du? Ja. Wenn man so gemütlich im Bett liegt, ist das doch auch authentisch. Ist auch sehr authentisch. Ja, finde ich auch. Und recht innig, recht vertraut, kann man gut mit den Blicken spielen. Wir sind ja auch dicke mit den Gästen. Genau, wir laden jeden zu uns ins Bett ein. Also würdest du auf eine Hochzeit gehen, wenn du jetzt auf, wenn du so eine Hochzeit aufmachen würdest und dann würde da so eine Bettszene sein? Weiß ich nicht, kommt drauf an, wie gut es dargestellt ist. Wie gut es dargestellt ist. Ich würde sagen, wir versuchen so ein Picknick nachzustellen. Ja. Und wir haben hier noch das Baguette, wir haben noch den Picknickkorb. Hier ist diese Blumenwiese und da können wir hin. Und dann machen wir so Pariser Vibes, als würden wir in Paris heiraten und so. Okay. Das ist doch ganz cool. Ja, richtig bei uns so mit geschwungener Schrift und so. Wir laden ein. Mhm. Am besten noch in Schwarz-Weiß. Ja. Und dann musst du quasi in meinen Arm kommen. Ja, mach ich. Kommst du noch dran? Wunder dich jetzt nicht, ne? Wir machen das fürs Foto. Also ich meine, ich habe dir ja eine Vorwarnung gegeben, ne? Ja, dass ich finde auch. Nahe kommen? Ja, mein Gott, ich finde das auch tatsächlich gar nicht so schlimm, weil. Nicht so schlimm, schlimm, aber nicht so. Nein. Schatz, nein. Alles gut. Alles nein, ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil, keine Ahnung, man kennt. Also, was heißt, man kennt sich ja jetzt schon ein bisschen, aber. Ja, wir haben uns vorgestern kennengelernt. Man wächst ja hier zusammen. Hast du gemacht? Weiß ja, nicht. Wir können ja gucken. Nur mal vom Licht, wie das so ist. Eigentlich schon mal nicht eigentlich schlecht. Eigentlich süß. Die Blicke sind auf jeden Fall richtig. Sehr verliebt. Sehr verliebt, ich. Ja. Es ist einfach mal was anderes. Und wenn man die Postkarte aufmacht und das Foto sieht, denkt man sich, oh. Oh, ja. Und dann möchte man zur Hochzeit. Dann möchte man hin. Also es ist so ein bisschen düster hier, so ein bisschen trist, so ein bisschen kacken. Mehr Kissen? Ey, du siehst richtig aus wie so ein ZDF-Abendfilm. Toni, was sind das jetzt für Blumen? Soll ich mich so vor dich knien mit dem Strauß? Ach du Scheiße. Unsere gemeinsame Zeit ist jetzt aber leider auch schon vorbei. Komm her! Ciao! Tschüss, ihr Süße. Leute, ihr seid alle zu Felis und meiner Hochzeit eingeladen. Ich hab mich verliebt. Ja, instant. Schock verliebt. Ja, wirklich.